Ich möchte euch heute gerne mal wieder ein paar Gadgets vorstellen, die ich so in letzter Zeit, in den letzten Wochen und Monaten immer wieder benutzt habe. Und das sind alles Gadgets im Preisbereich bis 100 Euro. Viele sind aber auch viel günstiger als 100 Euro. Und ich denke, dass für jeden mit Sicherheit etwas dabei ist. Ich würde jetzt sagen, wir starten direkt nach dem Intro. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Beginnen wir auch direkt mit dem ersten Gadget, und zwar mit der BenQ Screenbar. Das ist eine Schreibtischlampe. Allerdings ist diese ziemlich cool, denn ihr könnt diese Schreibtischlampe über euren Monitor, über euren Computer hängen und dadurch könnt ihr eben erst einmal Platz sparen, aber auch direkt das Licht auf eure Tastatur und auf euren Schreibtisch projizieren, was ich persönlich sehr praktisch finde für ein unbeschwertes Arbeiten. Die Screenbar wird per Touch bedient und ihr habt eben die Möglichkeit, das Ganze an- und auszuschalten. Dann gibt es einen automatischen Modus, der sozusagen die besten Lichtverhältnisse berechnet und euch dann dementsprechend euer Licht auf euren Schreibtisch projiziert. Oder es gibt auch die Möglichkeit, die Farbtemperatur einzustellen, also kälter oder wärmer, und ihr könnt natürlich auch die Helligkeit variabel einstellen. Betrieben wird das Ganze über USB, das heißt, ihr könnt dann direkt an eurem Mac, also in diesem Fall an einem iMac oder an euren Computer, das Ganze anschließen per USB-Kabel und dann dementsprechend direkt loslegen. Und ich finde das eine ziemlich coole Sache, sehr clean, und ihr habt nicht zusätzlich noch auf eurem Schreibtisch irgendwie eine Lampe stehen, die Platz wegnimmt, sondern sie hängt eben direkt über eurem Monitor und sorgt dafür, dass das Licht genau dorthin kommt, wo es hingehört. Machen wir weiter mit der Hülle, die ich aktuell mit meinem iPhone 10 verwende, nämlich eine Carbonhülle made in Germany, und diese habe ich bereits einmal für das iPhone 6 getestet, wollte das Ganze gerne wieder für mein iPhone 10 haben, denn diese Hüllen sind extrem robust, sind sehr leicht und sehen meiner Meinung nach auch richtig cool aus. Natürlich sind alle Aussparungen, die ihr benötigt, sprich Lightning oder auch die Lautstärke-Buttons und so weiter, alle ohne Probleme erreichbar. Dadurch, dass die Case auch so dünn ist, fühlt es sich auch nicht so an, als ob man irgendwie in so Löcher reingreift, um eben die Tasten zu bedienen, denn diese Carbonhülle ist wirklich sehr dünn. Gleichzeitig schützt sie aber euer Gerät eben auch vor Glasbrüchen auf der Rückseite oder eben auch vor Kratzern, und dementsprechend finde ich es ziemlich cool, dass es eben diese Möglichkeit gibt. Das Anbringen funktioniert übrigens auch sehr einfach, eine Anleitung ist mit dabei und auch so kleine Montagehilfen, damit ihr das Gerät auch nicht beim Hereindrücken zerkratzt. Die nächsten Gadgets, die ich euch vorstellen möchte, kommen aus dem Hause Monoware, und da habe ich euch ja schon einiges für die Apple Watch vorgestellt, und mir persönlich gefallen die Produkte wirklich gut, sie sind sehr hochwertig und nicht allzu teuer, und in diesem Fall habe ich zwei neue Armbänder getestet, die aus Leder sind und ziemlich cool aussehen und auch sehr gut an der Uhr und an dem Armgelenk anliegen. Außerdem sehr cool ist eine Hülle für die Apple AirPods, ebenfalls aus Leder, und dort könnt ihr die dann ganz einfach reinstecken, könnt sie auch weiterhin unten natürlich über das Lightning-Kabel laden und habt eben dann die Möglichkeit, diese zum Beispiel an eurer Hose oder ähnlichem, an eurem Rucksack zu befestigen, und wisst dann immer ganz genau, wo eure AirPods sind, und dementsprechend eine ziemlich coole Sache, dass man so eine extra Case dafür kaufen kann. Falls ihr mehrere Apple Watch Armbänder habt und mal auf Reisen geht oder diese einfach nur an einem Ort verstauen möchtet, dann gibt es von Monoware zwei Aufbewahrungsmöglichkeiten. Einmal so ein Etui aus Leder, wo ihr eben verschiedene Armbänder hineinschieben könnt. Dann könnt ihr das Ganze zuschnüren und ganz einfach in euren Rucksack machen. Oder es gibt auch eine größere Variante, und in dieser könnt ihr ebenfalls eure Armbänder verstauen, aber auch eure Apple Watch, und diese da auch direkt laden. Das heißt, ihr könnt auch ein Ladekabel direkt in dieser Hülle sozusagen verstecken, verstauen und könnt dann im Urlaub oder wo auch immer ganz einfach eure Apple Watch da drin aufladen und dann eben auch eure Bänder dort aufbewahren, um diese dann zu wechseln, wenn man zum Beispiel Sport macht oder irgendwie abends unterwegs ist. Falls ihr noch die erste Generation iPad Pro inklusive Apple Pencil habt, dann kennt ihr wahrscheinlich das Problem, dass der Apple Pencil irgendwie immer irgendwo rumliegt und man nicht ganz genau weiß, wo er ist, weil man ihn eben nicht am iPad direkt befestigen kann per Magnet, wie das jetzt bei der zweiten Generation der Fall ist. Und wenn das bei euch so ist, dann kann ich euch auf jeden Fall eine extra Case für den Apple Pencil empfehlen. Und diese ist ziemlich praktisch, weil ihr dort nämlich nicht nur den Apple Pencil verstauen könnt, sondern dort ist auch direkt eine Powerbank integriert und ihr könnt dann den Apple Pencil über diese Case aufladen. Und das finde ich persönlich ziemlich cool. Es sieht nicht ganz so dämlich aus, wie wenn man den Apple Pencil eben unten in das iPad hineinsteckt. Und dementsprechend ist das eine ziemlich coole Sache, dass man dort dann alles vorhanden hat. Man hat die extra Spitze, man hat direkt ein Ladekabel mit dabei und so weiter und kann dann dementsprechend ganz einfach den Apple Pencil unterwegs transportieren und aufladen. Im Auto nutze ich aktuell den Tumix Magnetic Car Mount, und das ist eine Halterung für euer
iPhone oder grundsätzlich für euer Smartphone, wo ihr das Ganze magnetisch eben anstecken könnt. Und das funktioniert über einen Magneten, den ihr eben auf euer iPhone oder auf euer Smartphone hinten drauf klebt. Könnt natürlich dann noch eine Hülle dort drüber ziehen und daraufhin könnt ihr diese dann ganz einfach an die Halterung im Auto festhängen und dann läuft das Ganze eben magnetisch. Was ich an dieser Halterung eben cool finde, ist, dass es sehr unkompliziert ist. Ihr drückt das einfach nur gegen und schon hält das Ganze. Wenn ihr allerdings abrupt bremsen solltet oder ähnliches, kann es durchaus sein, wenn eure Hülle ein bisschen dicker ist, dass der Magnet nicht gut genug hält. Also das Smartphone ist mir schon runtergefallen. Aber grundsätzlich ist es eine ziemlich smarte Geschichte, dass man einfach nur das Handy da so gegenhält und daraufhin wird es dann eben dort gehalten und man kann eben zum Beispiel die Karten-App oder ähnliches ohne Probleme verwenden. Das waren sie im Grunde genommen schon, die 5 Gadgets, die ich euch gerne zeigen wollte. Ein kleines Extra habe ich aber noch, nämlich die Lion Shield RFID-Blocker-Karte, die ich aktuell verwende. Vor ein paar Monaten habe ich euch ja mal gezeigt, wie ich meine Karten schütze gegen eben Betrug und ähnliches, die Wireless Payment unterstützen. Und da musste man halt jede Karte einzeln in eine extra Hülle reinstecken. In diesem Fall müsst ihr einfach nur noch diese Karte in eurem Portemonnaie mit euch führen und schon sind all eure Karten sozusagen sicher gegen irgendwelche Abzocke oder Betrügereien. Und dementsprechend finde ich das sehr gut, dass man jetzt so eine Karte hat, die steckt im Portemonnaie und man braucht sich dann keine Gedanken machen. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache, die ich jetzt schon seit ein paar Wochen im Portemonnaie immer mit mir führe. Das wäre es dann aber jetzt wirklich von diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass vielleicht das ein oder andere Gadget für euch dabei war. Ihr findet natürlich alle Gadgets unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut dort gerne mal vorbei. Lasst hier jetzt bei diesem Video gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, welches Gadget euch am besten gefällt. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.